Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Ich wollte eigentlich sagen zu Spaß und Freude, aber ja, nee, irgendwie nicht. Weil wir sind ja noch in Fußbrunnen, haben in der Arena noch nicht verkackt. Und unsere Pokédex, nein, unsere Pokémon sind, naja. Ich weiß ja nicht. Also wir müssten eigentlich Dauergamer, Voltenso und Gyarados trainieren. Weil die haben alle Unlichtattacken. So, heute müsste ja Montag sein, das heißt morgen ist Heiligabend und da gibt es auch nochmal so ein winziges Weihnachtsspecial. Hunger Games mit zwei anderen Vollidioten. Auf Hive und das andere Ding. Funville. Oh, was ist das? Oh, yay, Stromschnell, yay. Oh. Ah, ja. Oh, trainieren. Hallo. So, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was wir machen sollen, außer nochmal in die Arena zu gehen. Deswegen einfach mal in die Stromschnellen rein. Kein Problem. So, Gyarados. Gegen Tohaido. Tohaido ist ein Unlicht-Pokémon, das heißt, wir können ja nicht bis einsetzen und setzen Drachenboot ein. Na, wie viel KP hat Tohaido? Ja, ein bisschen mehr. Na gut, dann pass auf. Dann machen wir Surfer. Damit wir auch ja nicht von der gefährlichen Rauhaut getroffen werden. Ja. So, und jetzt pass auf. Jetzt kommt sowieso die Ultra-Hammer-Attacke. Nämlich nochmal Drachenboot. Damit er auf jeden Fall kampfunfähig ist. So, guck. Haben wir es geschafft. 1200 irgendwas EP ist doch schön. Und wieder nur wenig Geld, aber EP ist im Moment wichtiger. So. Ja, weiß auch nicht. Stromschnellen. Hallo. Oh. Hallo. Wie geht es Ihnen gerade? Ah, du versuchst dich von der Strömung fernzuhalten. Das ist ja wunderschön. Tja, leider wirst du jetzt untergehen, Vicky. Schwimmerin Vicky. Ein Azumarill. Na, das ist doch relativ unbeeindruckend. Bedroher schwächt vermindert Angriff. Und Biss. Ah. Ja, auf jeden Fall sehr unbeeindruckend. Aber wie ich schon sagte. Ne? Alter, was, wie viel KP hat denn das Vieh? Oh. Machen wir mal Fuchtler, einfach nur so. Weil es viel zieht, weil ich wusste das natürlich und deswegen habe ich das auch eingesetzt, ne? Ist ja logisch irgendwo. Und nochmal, damit geben wir Azumarill den Rest und sagen Adieu und Hallo? Ne. Hallo noch nicht. Ich wollte eigentlich sagen, hallo neues Level. Aber nö. Und die Geldausbeute ist wieder wunderbar. So. Ein Paleeper. Ich mag Paleeper eigentlich. Sieht irgendwie so lustig aus, ne? Guck mal. Joa. Verdroa. Ja. So, das lohnt noch nicht, glaube ich. Oh, da war ein Pokéball. Oh, das ist ja fies. Und wir sind am Pokéball vorbei, ne? Oh, warte. Egal. Ja, wäre nicht egal gewesen, wir wären sowieso jetzt. Aber egal. So, zack. Oh, guck mal, da wäre noch jemand gewesen. Da müssen wir die Route gleich nochmal fahren, ne? Wir können da nochmal in die Arena gehen, in der Hoffnung, dass wir da nicht allzu sehr verkacken. Ja, das wird schwer. Vor allem Basti meinte, er hatte da das Dings, ne, also die Arena-Leiter, Rennen, ich weiß nicht, ob das ein jetzt auch Mädchen war, dass die jeweils beide zwei Pokémon hatten und das wäre ziemlich scheiße für uns. Weil dann müssten wir die nämlich auch auf 41 oder so bringen, damit wir überhaupt den auch eine Chance haben. Ich meine, wir sind ja schon relativ kläglich daran gescheitert. Wir haben nicht mal ein Pokémon besiegt. Was habe ich hier reingesetzt? Hut oder Biss? Egal. Huch.
war das? Habt ihr das gehört? Oder habt ihr das... Was war das? Nee, egal. Pokémon... Nein, nicht Pokémon wechseln. Oh, wäre vielleicht doch schlau gewesen. Egal, Drachenblut. Yeah. Oh. Oh. Und jetzt nochmal Biss und dann... Ja, doch, auf jeden Fall kommen. Warum? Was denn? Gyarados ist vergiftet und kann gleich nicht mehr treffen. Ah. Dumme Rauchwolke, du bist Gift. Boah. So, das hier müsste ja auch Folge 35. Oh, 35. Müsste ja auch Folge. Findhose, das bringt uns eigentlich überhaupt nichts, aber ist ja. Möchten wir. Warte. Möchten wir nicht. Gestern hätte ja eigentlich schon diese Folge rauskommen müssen, aber ich wusste nicht, dass ich diese Folge noch nicht hab. Weißt du? Und deswegen kam gestern wieder kein Video, weil... Organisatorisch super. Oh, ein Sternenstück. Was dat question is, Leute? Gut, haben wir irgendwas? Eisheier, Feuerheiler, Pudersand, Sternstaub, Routin, nee. Ich höre gerade der Pokémon-Musik im Hintergrund zu. So, was haben wir noch? Abären, Schlafendes, Vergiftendes, das ist doch sehr schön. Vergiftung von Gyarados wurde geheilt. Warum kann ich hier nicht, was soll das? Ah. Okay. Denn mal los, ne? Oh, was? Okay, also denn mal los, ne? Hallo. Dann stellt man sich schon mal in die Blickrichtung, dann dreht sie sich weg. Ich glaube, die mag uns nicht. Die mag uns nicht. Birte. Schwimmerin Birte. Oder Börte. Börte. So, was ich ja gerade mal erzählen kann, ist, ich habe eben FIFA gespielt und da ist ja immer so alle zwei Wochen oder so ist ja dieses Pokalwochenende online, ne? Gegen andere Spieler und so. Und ich muss ja sagen, ich reg mich ja generell bei Spielen nicht so doll auf und wenn dann nur leicht. Aber bei FIFA, also ich war im Finale, ne? Der Typ hatte nichts drauf, ich habe zweimal den Pfosten getroffen und sonst irgendwas und hast nicht gesehen, ne? Und was ist das denn? Oh, Nerv. Und dann macht er ernsthaft in einer was weiß ich wie vielten Minute vor Schluss den Ausgleich. Hm, okay. 75 oder so war das. Ich natürlich wieder voll hinterher, ne? So, Alter, der kann nix und ich hab dann immer so durch und hier so auf das Tor machen können. So, nix, ne, machst du nix. Dann, was soll denn das jetzt? Warum bist du die ganze Zeit verliebt? Das ist doch scheiße. Und dann hat er aber, gab's Verlängerung, ne? Und hat er in der 95. Minute, hat er erstmal so die Führung gemacht. Ich habe keine Ahnung wie, aber hat er einfach die Führung gemacht. Ich wollte einfach nur durch den Bildschirm hauen, aber ich wollte den Bildschirm auch nicht kaputt machen. Deswegen hab ich's gelassen, dafür habe ich hier, ne? Also, so. 95. macht er das Tor. Hätte ich wieder Chancen ohne Ende, den Ausgleich zu machen, ja? Damit wenigstens noch Elfmeter schießen oder so, oder irgendwie sowas. Dann 120. Minute mache ich einfach mal so eine Scheißflanke, weil ich gedacht habe, YOLO, Alter, jetzt ist eh vorbei. Und dann köpft Reusen rein, dann gibt's Elfmeter schießen. 120. Minute, ja? Der Typ konnte echt nichts. Der war schlechter als der Typ, gegen den ich im Halbfinale nur ganz knapp gewonnen habe. Der hat nämlich 3-1 geführt, der Typ im Halbfinale. Ich habe irgendwie. Oder 2-1 auch? Oder 2-0 und ich habe irgendwie 4-2 gewonnen. Ja, das ist ja nicht das Thema. So. Dann kam Elfmeterschießen. Und der konnte das ja nicht auch nicht so wirklich. Der konnte weder halten noch schießen.
Aber ich bin dann wie mit Weidenfeller, ne? Weil ich war Dortmund, er war, keine Ahnung, PSG oder so. Mit Weidenfeller immer in dieselbe Ecke. Also nicht immer, also immer dahin, wo er schießt. Aber der hat den immer reingemacht. Ich verstehe nicht, wieso. Der hat immer so ganz komisch auf den Boden geschossen und Weidenfeller... Oh, geht da gar nicht hin. Naja, habe ich dann letztendlich noch irgendwie gewonnen, keine Ahnung wie. Ich muss das Spiel aber erstmal ausmachen, weil... Naja. Naja, naja. So, wo, in welcher Situation befinden wir uns eigentlich gerade? In einer schlechten, wie es aussieht. Garados gegen Garados. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also wir können nicht wechseln. Garados tot. Ah, na gut. Ja, dann nehmen wir mal Praldo. Nee. Ja, wir müssten den auch mal, ne? Aber geht ja nicht gerade. Ist doof. Machen wir Praldo hier. Komm. Und dann ist Praldo vielleicht auch. Nee. Ich wollte sagen, ist er vielleicht auch auf 36. Aber das dauert anscheinend ja noch ein bisschen. So, Garados besiegt. Boah, doch. 1558 oder was das war. Lohnt sich, ne? Vom Geld her jetzt fand ich so, aber es ist ja relativ egal. Wo sind wir überhaupt? Wie lange geht das noch? Nein, warte. Ich sehe jetzt nicht den Sinn darin, da auf der Insel nochmal anzuhalten. Ach ja, hallo Graphite Port City. Warte, will ich hier? Ich weiß es nicht. Na gut, dann Dauergamer, flieg uns mal gen... Moosbach City. Vielleicht, unsere Pokémon sind jetzt etwas stärker geworden, jetzt auch nicht so hammerstark, aber etwas. Ja, also unsere drei Pokémon, die wir auf jeden Fall brauchen, sind jetzt schon mal auf 36 alle, das ist gut. Für uns. Und das können wir jetzt ja einfach nochmal hier den Weg kurz dingsen und machen und fertig, ne? Weißt du Bescheid? Aber ich würde sagen, wir fangen hier mit... in der Arena mit dem... Ach, Garados noch gar nicht. Achso, na gut. Habe ich nie gesehen. Na gut. Fangen wir so an. Weil der nichts bringt, die Schwächeren am Ende einzusetzen, ne? Weil vielleicht schaffen die Schwächeren ja noch irgendwas weg. Warte. Ah, jetzt weiß ich. Ich hätte gerade so ein... Mein Lautsprecher waren wieder an. Dumm. Sag mal, das ist wahrscheinlich auch immer. Das ist ja doof. Na egal. Ich hoffe, der Ton war jetzt nicht allzu schrecklich. Weil man hat das jetzt die ganze Zeit im Mikro gehört und auf. Weiß ich nicht. Ach nee, ich nehme nur eins davon auf. Ah, egal. Oder? Nee. Nicht egal. Ja. Egal ist. Aber keinen Scheiß, Alter. So. Was mache ich hier jetzt gerade? Achso. So. Verdammt. Das war natürlich super schlau. Egal. So, zack, zack, zack. Hier lang, da rauf. Und da lang. Und tada. Wir sind... Oh, warte. Wir sind da. Hallo Typ. Nein, ehrlich gesagt sind wir das nicht, weil wir waren ja schon mal hier, falls ihr das schon wieder vergessen habt. Blablabla. Jetzt achten wir da drauf, wie viele Pokémon die haben. Bitte mal, bitte jeder eins, bitte jeder eins, bitte jeder eins. Scheiße. Nee, die ist doch eine Scheißendreck, Alter. Ich weiß auch nie, was das jetzt bringt und was. Ja, der hat immer noch die Superattacken. Ach, stimmt ja. Stimmt ja. Oh ja, stimmt das. Stimmt ja auch noch. Ja, Basti hat sich tapfer geschlagen. Ein Volltreffer, ja. Sei doch fair zu mir, Spiel. Dankeschön. Danke. So, Prado.
Können wir vielleicht irgendwen paralysieren oder so? Wie geil, dass wir schon zum Angriff gekommen sind, ne? Finde ich auch. Klasse. Echt super. Okay, dann jetzt Garados. Angriff von Depomentas verändert. Vermindert. Angriff von Zartu verändert. Vermindert. Surfer und Stachelspore. Xatu. Was denn? Ich glaube es nicht. Schon wieder ein Volltreffer auch. Das ist fair. Echt. Muss ich sagen. So, jetzt haben wir drei Pokémon schon verloren. Jetzt haben wir nur noch die. Was ist schon? Das wird ein langer, langer Weg. Ich sehe schon die nächste Trainingsfolge kommen. Ja. Oh! Der Schaden, Alter. Hat noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Ah, geil. So, dann, dann haben wir die höchste Initiative jetzt. Da, hier, leck mich, Xatu. Leck mich, Lepuma. Ey, das ist gut. Er muss fliegen nur. Da, jetzt sehe ich schon das Problem. Und zwar darf er jetzt zuerst angreifen. Und dadurch ist er jetzt K.O. Geil. Tja, jetzt haben wir noch zwei Pokémon und wir haben noch vier Pokémon und wir werden das auf jeden Fall schaffen. Und trainieren müssen wir wahrscheinlich auch fast gar nicht. Ja, ich freue mich an Keks. Das ist ja fair, auf jeden Fall. Der Schaden ist auch unglaublich hoch. Warum glaube ich, dass Voltenso nicht zuerst angreifen darf und dass deshalb Funkensprung überhaupt nichts bringt? Ah, deswegen. Tschüss, Voltenso, Garados, du schaffst das. Auf jeden Fall. Vielleicht schafft Garados ja ein Pokémon. Oh, vielleicht schafft Garados ja hier Depomentas. Wenn es nur noch 40 KP hat. Trommelwirbel. Ja, ein Pokémon besiegt. Wir können nur noch gewinnen. Wir sind so am Arsch. Oh nein! Nein, 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 nein. Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Wieso? Weshalb? Ich weiß es doch auch nicht. Ja, so auf jeden Fall sind wir gut dabei. Garados hat noch volle KP und darf angreifen. Zieht wieder viel, so wie eben. So, komm, Xatu schaffen wir auch noch. LOL! I wanna hide me in a rock. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall wunderbar. Mhm, auf jeden Fall. So, also wir brauchen bessere Unlichtattacken. Die Frage ist, erlernt Voltenso Knirscher? Das ist eine Sache, die ich nicht... eine Sache, die ich nicht weiß. Oh, wirklich? Kein kampffähiges Pokémon mehr. Wir fallen in Ohnmacht. Ach, wirklich? Na, das ist ja wunderbar. Nein, Mädchen, Mädchen, Mädchen. Okay. Vielleicht kommt morgen eine. Ne, morgen ist Dings. Weihnachten. Vielleicht kommt dann erster Weihnachtstag und zweiter Weihnachtstag Trainingsfolgen. Könnte ich mir gut vorstellen, aber dann brauche ich da auch noch was anderes. Weil nur Trainingsfolgen. Ne, das ist ja mehr so ein Nebenbei-Produkt eigentlich. Ne? Naja. Es lohnt sich jetzt auch gar nicht mehr was zu machen. Ich will jetzt auch nicht wieder maßlos überziehen. So wie die letzten zwei Folgen. 27 Minuten, 28.
Tja, nun sieht das dann so drin, ich weiß es. Wir können ja, ich kann ja schon mal dahin fliegen, wo wir dann trainieren werden. Da ist es, glaube ich, am besten. Weil auf dem Wasser kannst du Säurak ja nicht trainieren, das geht ja nicht. Huch. Habe ich jetzt gerade einen Screenshot gemacht? Ich glaube schon. Ja. Hallo. Le. Haben wir die Trainer schon besiegt? Ich weiß das gar nicht. Ich fange jetzt nur gerade schon mal so ein bisschen an. Bis da unten eine 37 steht. Warum habe ich das gewusst und warum habe ich es trotzdem eingesetzt? Was ist das? Ja, setzt Groll ein. Klar, die Attacke mag ich. Die ist fast gar nicht nervig. Um 5 reduziert. Klar, kein Problem. Also irgendwie... Achso, ich dachte gerade, die hat auch keine Werte. Ja, richtig. Ja, ist auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall schön, ja? Der Fluch zieht aber viel. Muss... Alter, warum trifft er nicht mit... Leck mich. Junge, konzentriere dich auf das dämliche Schuhpad. Wenn du jetzt an dem wilden Pokémon drauf gehst, besteht für dich keine Hoffnung mehr, Stolrak. Es besteht für dich dann keine Hoffnung mehr, Stolrak. Ein Held. Meine Phrasen. Da haben wir anscheinend schon bekämpft. Na gut, dann werden wir uns hier wohl die nächsten 2 Folgen aufhalten. So Trainingsfolgen werden das wohl sein, ne? Dann ohne Pokémon-Musik, irgendwelche andere Musik, ich weiß ja auch nicht. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen bei dieser sinnlosen Folge, wo wir einfach nur mal hin und zurück gesurft sind, wo wir ein Nichts geschafft haben. Doch, warte, wir haben ein Pokémon in der Arena besiegt, das ist ein Fortschritt, der uns einen Scheiß bringt, aber es ist ein Fortschritt. Na gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, wie eben schon, und bis zum nächsten Mal. Ciao.